Wenn Julia aus der Schule kommt, dann hat sie noch eine ganze Menge zu erledigen. Sie sitzt dann nämlich oft noch ein, zwei Stunden über ihren Hausaufgaben. Das macht nicht immer Spaß, zumal die 13-Jährige dabei mit einem Problem zu kämpfen hat. In der Schule sitzen wir immer so viel, da tut mir der Rücken ganz doll weh. Und wenn wir dann zu Hause sind, kann ich gar nicht mehr richtig sitzen. Da können Eltern reden, wie sie wollen. Kinder sitzen meist krumm über ihren Aufgaben. Sie machen ihre Hausarbeiten auch gern mal bei Mama in der Küche, wo die Sitzhaltung ebenso alles andere als optimal ist. Oder sie lümmeln sich zum Lernen vermeintlich bequem auf die Couch. Julias Papa, Wolfgang Finner, wollte sich das nicht mehr mit ansehen. Und er ging? Gemeinsam mit seinem Schwager Berthold Müller in die Werkstatt, um für Julia etwas zu bauen. Wir haben aus Sperrholz eine ergonomische Schreibunterlage gebaut. Ja. Wo man Hefte, Blätter, Bücher drauflegen kann, dass man eine gesunde Körperhaltung einnimmt. Doch das war erst der Anfang. Die beiden Tüftler aus Werlte in Niedersachsen wollten, dass ihre Schreibunterlage noch mehr kann. Und so entstand schließlich ihre Erfindung. Die Multitafel. Wie die funktioniert, wird Julia uns gleich nochmal demonstrieren. Als erstes die Leseposition. Dabei wird die Arbeitsfläche so aufgestellt, dass man in aufrechter Haltung auf sein Buch schaut. Wichtig, der Rücken bleibt beim Lesen gerade und der Kopf ist kaum geneigt. Klappt man die Buchstütze nach oben, wird die Multitafel in die Schreibstellung gebracht. Auch in dieser Position bleibt Julia nichts anderes übrig, als gerade am Schreibtisch zu sitzen. Außerdem gibt es noch einige nützliche Details an der Erfindung. Hier gibt es verschiebbare Halbkugeln. Für kleinere Hefte. Dann hier ein Anspitzer. Und hier kann man auch schnell Nebenrechnung machen. Hinten findet sich eine Tasche. Und noch etwas. Am Griff gepackt wird die Multitafel mobil. Ein großer Vorteil. Denn Julia kann damit unabhängig vom Schreibtisch überall ihre Aufgaben erledigen und das immer in gesunder Haltung. Inzwischen gibt es verschiedene Modelle der Multitafel. Für kleinere Schüler bunt und mit Lernuhr und Rechenhilfe. Als Tafel mit Sehhilfe oder als Whiteboard. Und sogar fürs Büro eignen sie sich. Denn man kann darauf auch mit Laptop oder Tablet-PC arbeiten. Eines haben aber alle Modelle gemeinsam. Sie fördern eine gesunde Haltung. Das wurde den Erfindern durch ein Siegel der Arbeitsgemeinschaft Gesunder Rücken bestätigt. Durch ausgewählte Orthopäden und Ärzte ist das erteilt worden in einer Prüfung. Und da sind wir sehr stolz drauf. Die Multitafel ist patentiert. Nun suchen die beiden Erfinder nach einem Hersteller. Ob das Erledigen von Hausaufgaben damit mehr Spaß macht, bleibt offen. Auf jeden Fall bekommen diese Kinder so schnell keine Rückenschmerzen.